stimmt. Und ich habe den Lichtstein gefunden. Ja, super. Licht hat es jetzt noch nicht maximiert, ne? Nein, eben. Noch nicht. So, auf ins Kloster. Das Dumme ist, mir geht langsam der Speicherplatz aus. Ich habe schon über 100 Gig aufgenommen, glaube ich. Naja, wir haben aber auch jetzt schon wirklich gute 2 Stunden, wenn nicht sogar 3 aufgenommen. Och, nur? Was heißt nur? Das ist nix, ist das. Du hast morgen keinen Termin. Ich hab morgen einen Termin, beziehungsweise heute. Leider. Schade, naja. Machen wir noch ein bisschen. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Ich zeige euch das letzte Geheimnis dieser Ruine. Sesam, öffne dich! Hokuzipokus. Ist denn da wirklich was? Ja, jetzt dreh dich um. Ich muss meine Stahlkombination eingeben. Haltet die Augen offen. Aha, der will, dass er das mit der Zahlenkombination sieht. Aber seine PIN soll man doch nirgendwo aufschreiben und niemandem sagen, ne? Ihr werdet bald wissen, warum so. Nur zu. Du warst zu schnell. Sorry. Komm, wir haben jetzt seine PIN notiert. Jetzt können wir ihn ausrauben. Yay. Aber komisch. Jetzt läuft es schön flüssig. Oh. Was ist das für ein Ort? Hier wimmelt es von bösen Geistern. Spürt ihr die Atmosphäre von Verderben und Chaos, die hier noch herrscht? Ich bin stolz auf euch. Kudelkas Kräfte haben ihn eingesiegelt, aber sein Geist ist geblieben. Bei dem großen Gedanken schaudert er. Bist du in Ordnung? Ja, bitte. Warum sagt ihr mal bitte? Da geht's abwärts in die Hölle. Der große Topf dort drüben wurde benutzt, um einen Menschen zu schaffen, der nicht hätte existieren sollen. Elaines Körper ohne ihre Seele. Ohne Bild. Ja, wurde ein unmenschliches Wesen. Das hatte Patrick nicht vorher gesehen. Patrick. Seit uralten Zeiten heißt dieser Ort Nea. Hier herrschen mysteriöse Kräfte. Mein Gott. Es gibt noch andere Orte wie diesen. Mal sehen. So wie die Osterinsel, die Zivilisation von Atlantis und der verlorene Kontinent Mu. Mein Gott, Mu. Mu, immer wieder Mu. All diese Orte lagen auf den Nervenpunkten der Erde. Nervenpunkte der Erde? Du meinst sie bei Akupunktur? Genau. Die Sterne haben einen starken Einfluss auf diesen Ort. Hier bauen sich außergewöhnliche Kräfte auf. Das ist also ein ganz besonderer Platz auf der Erde? Ja. Hier ist ein bestimmtes Etwas eingesiegelt. Ah, der Schicksalsring. Genau wie ich dachte. Jemand hat diese Tür geöffnet. Jemand oder etwas. Diese Türe wurde in uralten Zeiten angefertigt, um die Ruinen zu versiegeln. Diese Siegel habt ihr schon einmal gesehen, nicht wahr? Dies ist eine Darstellung der Seelen, die Urteilsring genannt wird. Bei dem Urteilsring. Ist es etwas entfallen? Diese drei Augen hier symbolisieren Motiv, Aktion und Ergebnis. Wie im Kampf in etwa. Motivation ist das Gewissen des Lebens. Motiv. Gesundheitspunkte. Aktion ist die Möglichkeit des Lebens. Ergebnis ist das Schicksal des Lebens. Behältnisse unserer Seelen, das ist ein allgemeingültiges Prinzip, das für alle Menschen gilt.
Ihr folgt eurem Willen, die Zukunft allein am Schopf zu packen. Und das Ergebnis eurer Aktion steht, seht ihr auf der anderen Seite der Tür des Urteils. Tür des Urteils. Yeah, nochmal bestätigt. Am Ende dieses Weges trefft ihr Albert und Kodelka. Sie werden mit Sicherheit dort sein. Weiter kann ich nicht gehen. Ihr müsst selbst entscheiden, ob ihr durch die Tür gehen wollt oder nicht. Der gute Roger, denkst du, wir drehen um, wo wir schon mal hier sind? Wir haben schon seit langem beschlossen, bis ans Ende der Welt zu gehen, Junge. Du hast recht, darum sind wir schließlich hier. Super. Wow, ist das verdammt aufregend. Oh, das gibt mir so ein Adrenalinkick. Also gut, ich werde die Tür des Urteils für euch öffnen. Das hat jetzt... Na, vergiss es. Ich warte hier. Ich gehe davon aus, dass ihr zurückkommt. Danke, Roger. Yeah. So, wird Zeit für ein bisschen Sidequesting. Also erstmal lass ich mich hier heilen, wenn es schon möglich ist. Das ging aber schnell. Was ging schnell? Wieder zurückzukommen. Ja. Geil, ne? Ja. Was machst du jetzt? Das ist ständige Gerenne. Jetzt ist Zeit für Sidequesting, weil jetzt dürfte ich nämlich die restlichen Elementarsteine endlich sammeln können. Ah, okay. Shadowfam, wie lange hast du eigentlich noch vorzumachen? Oh, schon noch ein Stück. Den Abschnitt hier wollte ich noch fertig kriegen, irgendwie. Jung. Was denn? Es ist 14:45. Erst? Ich hab um 8:30 einen Termin. Schon? Du brauchst ja einen Schlaf. Ich sollte dann nicht mit Augenringen, die bis zum Boden reichen, auftauchen. Nein? Käme nicht so gut. Wer weiß. Auch wenn es nur das Arbeitsamt ist, trotzdem. Scheiß aufs Arbeitsamt. Naja, so viel zum Thema, genau. Oder auch doch nicht. Ach halt, das Telefon... Genau, wenn das Telefon geht, das sagt mir nur, wo ich die Standorte der Elementarsteine, wo die in etwa sind. Okay. Frage Aber da es nicht mal angeschlossen ist. Frage ist... so viel zum Thema, ich kann mir die jetzt holen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich mir jetzt holen kann, aber da muss ich wahrscheinlich noch etwas tiefer ins Kloster eindringen. Nein, geht noch nicht, Mist. Dann... in irgendeiner Anstalt werde ich mich nicht nochmal begeben, da wäre der Feuerstein. Allerdings nach Ruhen müsste ich mal ganz kurz, da befindet sich nämlich der Wasserstein. Sofern ich in dem mir den holen kann. Okay. Nein. Leck mich. Dann eben nicht. Bestritt. Also auf nach London und zurück ins Kloster. Was ist eigentlich aus dieser kleinen Pflanze geworden, die du da immer gegossen hast? Da ist der Erdstein rausgekommen. Ah, okay. You fail. Das habe ich ja nicht mitgekriegt. Ich habe dann nur, wie gesagt, es hat mich halt verwundert, dass ich den Part gesehen habe und dann, dass es weiter. Tja, so kann es kommen. Ja, du kopierst mich ab. Na gut, auf ins Kloster, wo wieder heftig gekämpft wird und mein Bösartigkeitslevel das Maximum erreichen wird. So, ist da kein Friedhof in der Nähe? Hier. Außerdem scheißer Friedhof.
Ich werde den Masken sowas von die Fresse polieren. Du bist ja jetzt in welcher Reihenfolge? Mit Gral fängt's an auf jeden Fall. Ja. Das ist auch die einzigste Maske, der ich ihre Kräfte stehe. Also die meine Fähigkeiten verbessert. Hier haben wir schon mal ein Lotterie los. Wuhu, wir können noch mal Lotterie spielen. Gehen wir erstmal hier längs. So, jetzt müssen wir nämlich Siegel brechen. Das wird lustig. Wir dürfen mit Farben spielen. Da hängt es da noch. Ja, das sehe ich. Und er hat eine hohe Verteidigung, eine verdammt hohe Verteidigung. Bläh, tot. Jetzt heruntergefallen. Oh. Mist, er gibt kein Licht. Es geht nämlich darum, jetzt hier alle Siegel zu brechen. Bis Silberner Wolfsreißzahn. Lobon, wie er heißt? Hm? Für Lobon, wie er wieder heißt? Hat nichts damit zu tun. Fusionen gibt's nichts, aber es wird ein Ausrüstungsteil sein. Ja, es Wolfsreißzahn. Ist eine Waffe für mich. Und zwar etwas stärker sogar, um 3. Und sieht auch nett aus. So, einmal blau und einmal weiß. Weiß bekomme ich, wenn alle Lichter leuchten. Also wenn alle Farben auf einmal leuchten. Das wird jetzt nämlich nett. Lila ist eine Kombination aus Rot und Blau. Die Truhen stoßen einander ab. Die erste stößt die zweite die dritte. Die dritte stößt die erste und zweite ab. Und die dritte öffnet sich durch die Nebenbarriere. Mhm. Hä? Dadurch, genau. Dadurch. Dadurch öffnen sich beide, beziehungsweise schließen sich. Wenn ich die zumach, wenn ich jetzt links unten die zumach, dürfte sich rechts unten die auch zumachen, ne? Ja, theoretisch. Und wenn ich dann rechts unten die nochmal aufmache, dürften sich beide anderen auch aufmachen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Puzzle-Spiele sind eigentlich nicht so mein Ding, obwohl, oh ja, eigentlich schon. Puzzle-Spiele mag ich eigentlich. Wenn ich mir Zeit lassen kann. Also jetzt nicht so Tetris und so, sondern ein bisschen so Rätseln. Ach, hallo. Langes her. Ach, Stockviecher und was weiß ich, was ist dann noch Stockviecher? Aus dem Krähenkopf. Hm? Sieht aus wie ein Krähenkopf. Es ist ein Vogel. Ja, es piept auch. Jetzt mach noch den Gehirnkäfer fertig und dann ist gut. Der schießt erstmal eine Nova auf mich. Eine explodierende Sonne. Aua, ist klar, dass es mir am meisten Schaden macht. Ich bin ja Finsternis. Natürlich hat es überlebt. Reached. Es stirbt. Tot. Es hat aber auch gequietscht. So ist doch Quietschen in der Hölle. Ja, Licht! Ah, ja, ich bekomme Bosartigkeit. Sehr schön. Gucken, was steht denn da? Es ist ein Flammensiegel. Wenn Siegel und Flamme zusammen leuchten, öffnet sich der Schatz. Genau. So, da ist eine Truhe. Mauser Prototype. Das ist eine Pistole. Halt, ich gehe erst nach unten. Oh nee, halt, Moment. Hier dürfte, glaube ich, zu der Schatztruhe gehen. Willst du dir, bevor du gegen Osten gleich antrittst, nicht nochmal die Reihenfolge angucken? Ich meine, es beginnt jetzt nur mit den. Ja, ich weiß. Mit der Gralsmaske geht's los.
Ja, und danach?